Oh, that's hot. That's hot. Der hat einen lang. Ja, ich sehe mich eher da drunter, den da. 19,99 €, somniumcuts.de. Jetzt Member werden, dann kriegt ihr die schon. Es war schön, dass mein Vlog wahrscheinlich erst dieses Jahr kommt. Collectors Box V2 bestellt. Find's in echt, finde ich viel geiler als auf dem Bild. Das habe ich auch schon gesagt, auf den Fotos täuscht das immer so. Es sieht so voll cringe aus, aber so echt sieht es edler aus. Sieht schon sehr edel aus. Mach mal auf. Also, das hier liebe ich, ne? Also ja. Die Front, ja, das dachte ich mir, dass der Hawaii dir das gefällt. Die Front ist sehr schön, weil ich diese minimalistische mag. Ja, ich habe auch diesmal gedacht, weniger ist mehr. Ja, habe ich mir dabei gedacht. Ich muss sagen, ich finde es schön. Und hier die Packung ist ein sehr geiles Finish. Fühlt sich ja super an. Ja. Doch, ist nice. Also hast du gut einen vorgelegt. Und was kostet es? Was kostet der Spaß? Kann ich auch nicht sagen. Achso. Aber die kriegst du geschenkt. Ah, das ist ja toll. Könnt ihr die bei mir kaufen? Kostet dann das Doppelte. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier im Studio. Ey, Robin, Alter, du bist einfach wirklich mein Held. Danke dir, ne, dass du jetzt so kurzfristig mal zugesagt hast. Robin wird so das ganze 3D- oder Greenscreen-Bearbeitung machen und es wird aber aussehen. Ihr werdet es dann sehen, sobald das dann da ist. Und ich stehe auf deine pinken Socken auf jeden Fall. So, Flo, siehst du ein bisschen anders aus als letztes Mal. Welcome to the future. Müssen wir mal vorstellen, Flo ist Lehrer. Ist neuerdings auch Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Danke, danke. Es gibt Menschen, die sind leer. Und es gibt Leute, die sind Lehrer. Okay. Um euch ein bisschen Kontext zu geben, ich habe für den Moon-Trailer gedreht. Und da hatte ich dann tatsächlich Flo und Robin engagiert, die mir geholfen haben, dass ich praktisch dann mit so wenig Geld wie möglich auf dem Mond bin. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier alles Greenscreen. Der Robin hat einfach heftige Arbeit geleistet, was das Editing, also Bearbeiten angeht. Und ich bin wirklich happy, wie es am Ende geworden ist, zumal wir nicht viel Zeit und nicht so viel Geld hatten dafür. Am Ende waren es ca. 2.500 €, die ich für diesen Trailer ausgegeben habe. Und ich finde, das kann sich sehen lassen. I don't wanna fall for you, oh no. But you make it so hard. Watching you dance all night, baby. It's making me fall hard. Trying to take a deep breath, but I just can't control my lungs. Ooh. Trying to hide my cold sweat, but I just keep on talking. Also ich persönlich sehe dich ja in sowas hier. Ich sehe dich da drin hier so. Ist das pink? Ja. Ja, dann sehe ich mich da umso mehr drin. Ja gut, ich wollte halt so ein 360, weißt du? Ach so. Das war jetzt aber nur 90. Egal, jetzt ziehe ich aus und schon mal geht er rein. Oui.